Nennen Sie beispielhaft einige Aufgaben des Personalmanagements. Nun, Aufgaben des Personalmanagements. Personalbedarf ermitteln. Personal entsprechend dem Personalbedarf beschaffen. Schwieriger werdende Aufgabe. Und dann einsetzen. Ja, einweisen, einarbeiten, den Leuten zeigen, wo was ist, dass sie sich wohlfühlen und so weiter und so weiter. Personal schulen. Das ist das Gebiet Personalentwicklung. Personal betreuen. Das sind Aufgaben des Personalmanagements, wohlgemerkt beispielhaft. Ja, man könnte noch mehr nennen als die hier, aber das sind auf jeden Fall zentrale Aufgaben. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.